Was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Da ist es, das Schmuckstück. Also ich glaube, die letzten, boah, weißt du das, Matthias, letzten 3-4 Wochen reden wir nur über den Golf, ne? Nichts anderes, ne? Und heute sind wir bei Autoteile Creme, auch geil, ne? Hier, die Nina, das ist ihr Parkplatz. Komm bitte. Ja, dann ist der Golf. Ich weiß gar nicht, habt ihr den überhaupt schon mal in den letzten Tagen so richtig gesehen? Letzte Woche, also wir waren gerade da beim Bernd. Da stand er auf der Bühne, Spur eingestellt. Und das Ding fährt sich echt wie eine 1. Ist ein bisschen hart, ne? Also das versetzt mich echt so zurück in meine Jugendzeit. Aber ich fange an, das Ding immer mehr zu lieben. Heute sind wir bei der Nina Krämer. Die hat ein paar Teile besorgt für den Golf hier und die wollte den Wagen auch unbedingt mal sehen. Deswegen haben wir gesagt, kommen wir auch mit dem Auto hier hin, dann kann ich nämlich mal angucken. So, dann gehen wir mal rein. Das ist hier der Platz übrigens, finde ich voll geil mit der Uhr da oben. Das habe ich schon am Samstag gesehen, wo ich hier war. Oh, sie telefoniert. Guten Tag. Hallo. Oh, hier gibt alles, was das Herz begehrt. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut? Ja. Ja. Machen wir auch mal so. Moin. Machen wir auch mal so. Alles gut? Ja, wolltest du den Golf sehen, ne? Mhm. Geil ist, ne? Ja. Komm, wir gehen mal gucken. Ich hatte den Grauer in Erinnerung. Das letzte Mal war der beim Kai so versteckt da hinten. Ach, du hast den beim Kai schon mal gesehen? Ja. Ah. Da haben wir noch gesprochen, von wegen, ne? Mhm. Gib den niemals ab. Ehrlich, hat er gesagt? Mhm. Hab ich zu ihm noch gesagt. Hast du zu ihm gesagt, ja. Aber der fing auch noch an, wir machen ihn fertig. Und, der hat halt einfach keine Zeit, ne? Und da steht so viel rum, ne? Jetzt, guck mal, ist der tiefer? Oh, ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? Wahrscheinlich muss der gebörtelt werden. Aber guck mal. Ach, deswegen hast du die Farbe heute so gewählt. Geil, ne? Ich finde auch, der gefällt mir richtig gut, ey. Ja, auch vor allen Dingen so ein bisschen noch dieses Schlichte einfach, ne? Mhm. Ja, ich habe jetzt überlegt, noch vielleicht schwarze Scheiben zu machen, aber nur so dezent, damit man so durchgucken kann. Ja, dann kommen noch ein, zwei Sachen von dir dazu. Die Stoßstange werde ich noch lackieren vorne. Mhm. Und was wollte ich noch machen? Der Spiegel. Der Spiegel, ja. Die Kappe vorne, Dingens. Ich habe jetzt schon die Arme hier schwarz-matt lackiert. Ja, das sieht ein bisschen schöner aus. Das Einzige ist halt, der hat halt ein bisschen echt Lackprobleme. Ne? Bisschen Rost auch und so, das ist so ein bisschen schade. Aber naja, gut, du kannst jetzt nicht alles machen. Ja gut, ne? Immerhin nicht hier dieses klassische Gefaune. Ja, ne? Aber da eine Tür, da siehst du, da hat er ein bisschen. Ne? Und ich weiß auch nicht, was hier mal mit dem Lack passiert ist. Da haben die doch immer neu gelackt. Die Motorhaube ist echt richtig stumpf. Da geht der Klarlack auch schon ab. Das ist so ein bisschen schade, ne? Der stand aber wahrscheinlich auch schon, ja. Ne? Das stimmt, das stimmt. Oder so eine halbe Ratte noch mal. So eine halbe Ratte, das wäre ja, auch so noch mal geil. Ab hinten so, ne? Könnte man auch noch mal überlegen, ne? Naja. Cool. Ne, aber sieht süß aus. Sieht schick aus, ne? Ja. Himmel muss noch kommen. Auch fertig ist er schon. Ich glaube, der ist schon bezogen, ja. Ich weiß nicht, ob der noch spannen muss oder so. Irgendwas muss er noch machen, hat er gesagt. Und dann hoffe ich, dass der nächste Woche reinkommt. Ja, bin mal gespannt. Vor allem auf die Farbe, ne? Ach so, ja, stimmt. Die wird er ja nicht verraten. Das ist Matthias, weiß die Farbe noch nicht. Echt? Ne, weiß er nicht. So, erzähl mal, was du dir. Was machst du? Komm, ich erzähl drin. Ist kalt, oder? Ein wenig, ja. Ein wenig kalt. Das ist übrigens richtig geil mit der Uhr da oben, ne? Und vor allen Dingen, weißt du, was das ist? Das ist meine Glückszahl, ne? Ich bin hier eines Tages mal gestrandet. 11. Ne? Und genau die Halle war frei und dann die 11. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt oben. Ne? Wieso ist 11 deine Glückszahl? Ich habe am 11. Geburtstag, alles am 11. passiert. Erst 11. kam die Gewerbeanmeldung, 11. habe ich Geburtstag, 11. Ach, alles 11. Guten Tag. So. Geh ruhig an Telefon, mach erstmal. Alles gut. Wir haben Zeit. 9.11 war fertig. Was? 9.11 war fertig. Erzähl mal zu dir. Autoteile Creme. Was besorgst du alles? Alles. Alles, alles. Alles. Am liebsten natürlich VW, ne? Ehrlich? Ich kann, ja. Du hast selber auch ein Lupo, ne? Unter anderem. Unter anderem. Ah, hast du mehrere Autos? Ja, ich sammle keine Schuhe, sondern Autos. Das ist aber der Lupi, das ist mein Herzstück. Ja? Ja? Okay, was ist da für ein Motor drin? Der 1.6er GTI. 1.6er GTI? Sechsgang. Sechsgang? Ist einer der ersten? Mhm. 2000er. Die sind ja selten ohne Ende, ne? Ja. Die haben mir schon angeboten, hier vom S3 einen Motor rein. Ich sag nix da. Ne, schön unverbastelt so, ne? Mm, okay. Ja. Und steht in der Garage. Winterschlaf. Der kommt jetzt auch keinen Meter raus bei dem Wetter. Ehrlich nicht? Nein. Oh, okay. Sehr konsequent, ne? Und sonst fährst du hinter diesen Mercedes-Bus? Jetzt im Moment ja, mein Polo steht noch hinten. Ja, okay. Ich habe den Wechsel irgendwie nicht hingekriegt. Ist natürlich bequem, weil du musst in eine Garage rennen, einfach vor der Tür parken. Ne? Ja, ja, okay. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, und dann verkaufst du hier in Duisburg Ersatzteile. Richtig. Wie bist du denn darauf gekommen als Frau? Also,
Nichts gegen als Frau, weil ich meine, das ist ja eigentlich eher untypisch, oder? Mag sein, für mich nicht. Ne, für dich nicht, okay. Nee. Aber schon immer einen Drang zu Autos gehabt. Von klein auf immer schon. Ich glaube, mit 5 sah ich das erstmal am Nürburgring mit Kopfhörer. Ah, okay. Da ist er immer mit Papa dran und so. Ne? Seit wann bist du hier? 1.8. habe ich aufgemacht. Letztes Jahr? Ah, okay, also frisch noch. Vorher habe ich ja 6 Jahre als Angestellte gearbeitet. Ne? Okay. Du bist aber auch so diejenige, also ich meine, das ist ja bei uns auch durch Instagram zustande gekommen, ne? Also theoretisch durch Kai. Ne? Wenn du dann siehst, ey, da sucht einer für gerade Golf oder VW, dann ist schon so, wo du sagst, boah, da muss ich mich ransetzen, weil keiner konnte so einen Tankgeber besorgen. Keiner. Also ich weiß nicht, wie viele Anfragen oder wie viele Nachrichten ich bei Instagram bekomme und jeder hat mir geschrieben, ja, musst du mal da hingehen, musst du mal hier hingehen, aber keiner konnte mir sagen, ey, der und der hat das Ding. Also der Kai rief auf solche Nummern fahre ich volles Rohr ab. Ne? Ja? Was findest du? Dieses geht nicht, give it nicht, ne? Ja, warte mal ab, so über 8 Ecken, ne? Das, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ne? Aber das hast du ja, wenn du jetzt sagst, du bist ja den 1.8.22 hier, du musst ja schon vorher die Kontakte gehabt haben, du musst das schon länger machen, oder nicht? Du hast ja nicht in 4 Monaten dir so ein Netzwerk insgesamt aufgebaut. Insgesamt jetzt schon 6. 6 Jahre. 6 Jahre machst du das schon. Und gerade für so Problemkindchen, ne, wo das eigentlich so aussichtslos ist. Das, Gut zu wissen, ne, ich habe nämlich gerade eben noch ein Golf 2 angeboten bekommen und ein Golf 1 Cabrio. Und da werden wahrscheinlich auch Teile fehlen. Oh, jetzt hier wird sie hellhörig. Golf 1 Cabrio? Golf 1 Cabrio mit Leder, allen drum und dran. Was hast du für mich besorgt noch? Antennchen, Spiegelchen. Ach, guck mal. Hier haben wir alles. So, ich brauchte auch sogar mit Kabel. Perfekto. Ich brauche eine neue Antenne, weil die Antenne an dem Bock ist ja K.O. Ne? Oh, sieht schick aus. Ich hoffe, ich kriege die alte los. Das ist ja meistens das Problem hier, ne? Ja, genau. Das ist bei mir auch das Problem. Dann läuft ja das Wasser da rein und dann... Ja. Gut, man kann auch einen Blindstopfen nehmen, ne? Bist du der Radiohörer? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ein Radio eingebaut, ne? Deswegen passt das. Boah, guck mal. Also, der ist größer als der Original, oder? Das kann täuschen. Das kann täuschen. Aber rechte Seite ist auf jeden Fall kleiner. Ne, 90er ist der nicht, ne? Keine Ahnung. Aber das ist gut, da muss ich den ganzen Spiegel wechseln. Ich dachte, ich muss nur die Kappe wechseln. Das haben sie festgemacht. Das ist nicht wie bei den neuen, ne, wo du die Trägerplatte hast und einfach nur tauschen klickst. Ja. Ne? Sondern es. Perfekto. Aber das Schöne bei den alten Schätzen ist, da kriegst du alles für eine kleine Mark. Ne? Ja, das ist gut. Bei Nina sowieso, ne? Bei Nina ist alles immer ganz, ganz billig. VW-Emblem wolltest du aber sagen? Ja. Auch noch, ich habe noch ein Special, pass auf. Ich habe noch ein Special. Eigentlich ist das ja unbezahlbar, ne? Habe ich schon gezeigt hier aber wie Instagram, gut, ne? Autoteile Krämer. Wenn du mögt, gerne folgen. Wie gut, dass ich ja alles sammel. So, das ist ja das, was original drauf ist. Ja. Hm? Das ist sogar noch ein originales. Mhm. Und das ist? Boah. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Lieben Gruß an den Kai. Das ist auch noch mit dem passenden Gummi. Ach, cool. Da müssten wir jetzt mal gucken. Ob das passt. Genau, weil da sind auch die Nüppels dran. Ah, okay. Dann gammelt das von hinten nicht weg. Boah, da in schwarz. Aber wenn ich das jetzt sehe, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich hatte heute Morgen noch mit den Gedanken gespielt, neue Rückleuchten zu kaufen. Aber wenn das jetzt schwarz ist, dann muss die Rückleuchten eigentlich auch mindestens so... Das hatte ich aber auch im Kopf. Ja? Also, ne? Was kosten denn so Rückleuchten? Weißt du ungefähr? Zwischen 30 und 70. Beide oder eins? Wenn wir Glück haben, sogar beide. Machen oder nicht machen? Jetzt in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, machen, ne? Also, wenn man beide für einen Fuffi kriegt, dann würde ich das machen. Oder? Ja, ne? Das ist aber echt geil, in schwarz. Kannst ja mal gucken, ob du was mit, oder hast du was auf Lager liegen? Nein. Nein, das nicht. Aber okay. Das ne, lässt sich ja auch kurzfristig mal. Ja, cool. Dann gucken wir jetzt gleich, ob das passt. Das, Christian, da bin ich dir entschuldig. Ja, bei dir rieselt das Fuffis, ne? Bei mir rieselt das Fuffis? Was ist das denn? Für alles zusammen? Gut, das könntest du mir eigentlich nicht bezahlen. Ja, das stimmt wirklich. Müssen wir hinten Nina draufschreiben. Ich weiß ja, wofür es ist. Dann, Ernsthaft jetzt? Du bist echt die Beste. Dürfen wir auch ganz normal sagen, ne? Was? Das, was wir bezahlen, ne? Wir können uns sagen, was bezahlt ist und dann sehen wir uns gleich. Ja. Der Nächste, der zwar kommt, kriegt das nicht den Preis. Richtig. Ja, alles klar. Siehst du, das ist, finde ich gut. Und der Bernd, kann ich jetzt auch auf Kamera sagen, der hat letztes Mal rumgezickt. Nee, möchte ich nicht die Preise sagen. Wie lange haben wir gebraucht, um denen das aus der Tasche zu leiern? Stunde. Nee, Stunde nicht, aber sag mal ehrlich jetzt, ne? Ja. Und ich sage immer so, das ist ja, also das Projekt, was ich mache,
Das kriegen wir ja so günstig hin, weil ich halt so viele Kontakte habe. Na, okay, jetzt ist der Kontakt zu dir über den Kai gekommen, aber irgendwie kommen die Kontakte ja alle zustande und deswegen kann ich es dann auch nachher so günstig dann irgendwie fertig machen. Ne? Wenn man jetzt auch den Himmel, den ich bei Mohammed mache, zahle ich auch keine 700 Euro für. Ne? Vor allen Dingen soll das ja auch so ein bisschen zeigen, was ist möglich, wenn du mal, ne? Ja, genau. Eine Hand wäscht die andere so. Ne? Genau. Perfekto. Ja, gut, dann gucken wir jetzt zusammen draußen einmal wegen dem Teil. Ja, und den musst du noch drauf knallen, ne? Den muss ich auf das Auto drauf knallen. Den verlose ich, okay? Haben wir nicht irgendwo ein Loch in eine Stoßstange, wo wir. Autoteile Crema. Offiziell getaggt. Offiziell getaggt nehmen wir das mit. Aber das behältst du dann, ne? Für den nächsten. Sollen wir nicht vorsichtshalber erstmal gucken? Ja, ja, genau, wir gucken jetzt zusammen. Das ist deins. Dankeschön. Wie heißt eigentlich der Mitarbeiter? Das ist der Uwe. Uwe, hallo Uwe. Hallo. Alles gut? Ja. Ja? Uwe ist hier für die gute Seele zuständig. Vor allen Dingen muss der Uwe mich ertragen, wenn meine 5 Minuten hier dauern. Ehrlich? Hast du das ab und zu mal? Kann mir gar nicht vorstellen. Ne? Gerade jetzt hier so in meiner MINT-Woche. MINT-Woche? Ach so, weil alles grün ist. Was wird denn da gebaut? Der ganze Dingen ist von der Johanniter. Und die kriegen ihren eigenen Waschplatz für die ganzen RTWs und... Ja gut, aber bis das so weit ist. Die haben genug Geld. Mhm. Ja, also ganz ehrlich, wenn das jetzt reinkommt, dann sage ich dir, müssen die Rückleuchten auf jeden Fall schwarz. Passt. Passt wirklich, ey. Brauchst nur durchdrücken. Jetzt guck dir doch mal an, wie pervers das aussieht zu der Farbe. Ja, das sieht geil aus. Und ja, da hast du auch nicht das Gammelproblem dahinter. Ja, die Rückleuchten, aber nee, die nicht zu fest. Ja, müssen wir, ne? Ja. Ja, Leuchten bestellen wir. Also, Nina bestellt nochmal Leuchten, dann machen wir andere Leuchten. Ich finde auch, das Orange sieht einfach aus. Das gibt es ja auch mit weißt, Weiß. Weißt du, was pervers wäre, wenn man die Grünen noch kriegen könnte? Was hast du mit Grün diese Woche? Ich, keine Ahnung, ich bin in meiner kreativen Grünphase gerade. Aber kennst du die, die auch auf dem Golf 3 waren? Ja, ich weiß, welche du meinst. Stimmt, die diese gab's auch richtigen Kitschigen, die ja, zu diesem komischen genau. Grün waren? Da kannst du ja mal gucken. Aber meinst du, das passt? Ja, wenn schon, dann ein bisschen doll, ne? Nee, ich glaube, ich finde diese ganz, also so rot-schwarz sind, weißt du, was ich meine? Und dann ist hier oben der Blinker ist weiß. Hier ist rauchgrau, ne? Ja, genau, rauchgrau. Mhm. Kannst ja mal gucken, wenn du die Grünen irgendwie kriegen kannst und wenn du sie wieder zurückschicken kannst, wenn es dann nicht so aussieht, müssen wir einmal dran halten dann. Vielen lieben Dank, dass wir bei dir sein durften. Vielen lieben Dank für die Teile, die du alle besorgt hast. Oh, das ist echt schön, ne? Sollen wir nicht echt da hinten nicht irgendwie Nina draufschreiben oder so? Ja, bitte. Mit weißem Edding schreiben wir da Nina drauf, es ja? Es geht ein Stück vor meinem Herz, nein, aber... Schön. Freut mich, wenn das da drauf ist. Ja, aber ich mache das erst noch sauber und dann klicken wir das schön da rein. Mhm. Ne? Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr irgendwas braucht, gerade VW, ist das die richtige Ansprechpartnerin. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie Nina sich heute gemacht hat. Ne? Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.